Guten Tag, mein Name ist Jost Derberg. Ich bin Kinder- und Jugendarzt in Hamburg-Altona und im Vorstand tätig des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Sie als Abgeordnete des Deutschen Bundestages müssen am 7. April, Donnerstag, eine weitreichende Entscheidung fällen zur Impfpflicht in Deutschland. Zum Ende der Debatte tritt jetzt zum Vorschein, was die Debatte die ganze Zeit dominiert hat. Ein unwürdiges Geschacher um Gesetzesentwürfe und politische Machtüberlegungen, aber zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Fakten zur Corona-Impfung und zur Corona-Impfpflicht. Dies alles, nachdem vor einem Jahr Politiker aller Couleur geschworen haben, dass es nie zu einer Impfpflicht kommen würde. Wenn alle ein Impfangebot gehabt haben würden, würden alle Maßnahmen eingestellt und die Verantwortung wieder in die Hände jedes Einzelnen gelegt. Selbst wenn es stimmte, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Impfpflicht ausspricht, so sind Sie als politisch Verantwortliche am Donnerstag gefragt, gegen eine Impfpflicht zu stimmen. Aus drei wesentlichen Gründen. Eine Impfpflicht ist nicht geeignet, weil keiner der bisher auch nur bedingt zugelassenen Impfstoffe einen Fremdschutz ermöglicht. Sie ist nicht erforderlich, weil mit der aktuell dominierenden Omikron-Variante, unter der sich sehr viele Geimpfte und natürlich auch Ungeimpfte infizieren, das Gesundheitssystem nicht überlasten. Und sie ist nicht angemessen, weil sie viel zu tief in die verbrieften Grundrechte und in die Würde jedes Einzelnen eingreift. Deshalb appelliere ich an Sie, stimmen Sie am Donnerstag gegen ein Impfpflichtgesetz und beenden Sie dieses unwürdige Spiel, das in Europa seinesgleichen sucht.